Ein schnurriges Willkommen bei Panties spielt Half-Life Blue Shift und wie wir beim letzten Mal bemerkt haben, spiele ich es tatsächlich zum ersten Mal. Wir sind mittlerweile im Kanal angekommen und haben gesagt bekommen, wir sollen durch den Kanal fliehen und nach draußen gehen. So. Die Müllzerquetschung und Wegwerfung in 50 Fuß. Das sind 50 Subway-Subs, große Subway-Subs, denn die sind einen Fuß lang. Ich gehe davon aus, ich muss hier hochhüpfen. Hüpf, kletter. Hier ist ein Ventil. Das drehen wir mal bis zum Anschlag. Ist irgendwas gemacht? Scheint nicht so. Mit sowas gebe ich mich nicht zufrieden. So speichere ich ja vor solchen Leitern immer. So. Unten angekommen, nochmal speichern. Und hier ist noch so ein Ventil. Gucken, ob ich noch eins komme. Drainage Canal Exit. Der ist hier tot. Und hier wäre der Ausgang im Kanal. Nun gut, ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier wieder etwas schmerzhaften Dampf entfernen konnte. Jawohl, hier oben. Der Dampf ist nun weg. Hier kann man nichts benutzen. Und hier könnte man es heilen. Schalte ich mal was an. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade angeschaltet habe. Aber ich habe es einfach getan. Hier kommt ein Aufzug mit. Das Explosiven runter. Das kriegen wir nicht explodiert. Aber die kriegen wir platt. So, jetzt haben wir den Aufzug runtergefahren. Nur leider habe ich keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Mist. Eventuell, indem wir ins Wasser hüpfen. Und dann hier hoch. Off. Da steht es zumindest nicht an. Zurück. Aha. Hier geht's noch raus. Ach, dieses ganze Dreckwasser immer. Schauen wir mal auf der anderen Seite, was hier ist. L nichts. Das ist also einfach der Weg zurück gewesen. Das hier wäre auch, falls man herunterfällt. Hier oben gucken. Hat sich irgendwas eingeschaltet. Der hier ist auch. Aus. Ich würde ihn aber gerne anschalten. Gucken wir nochmal hier. So. Da kommen wir nicht rein. Und das war nur unser Freund. Genau. Okay. Hier nochmal. Nein, das kann man nicht rückgängig machen. Gut. Sieht so aus, als müssten wir durch die Maschinen durch. Weil da kommen wir nicht hin. Die 10 Fuß der Müll zercrushed. Ja,
Und da oben geht die Mühle dran. Sicher nicht durch, nein. Ne, wir nehmen tatsächlich nur Schaden, dadurch, dass wir hier kommen. Also das mit dem Schießen ist blöd. Jetzt noch mal runter. Noch mal den Lift an. Lift würde ich mal haben. Nein, das ist hier auch drin. Okay, gehen wir zurück. Gucken wir mal, wo das hier herkommt. Kann ich tatsächlich durch, aber das hilft mir auch nichts. Ja nicht einfach so rüber. Hier sieht man auch noch den deutschen Inhaltsschutz. Hier sind nur Zahnräder rausgefallen. Wir kämpfen schließlich nur gegen Roboter und nicht gegen Lebewesen. Beziehungsweise, vor allem die Menschen sind hier nur Roboter. Es sterben keine Menschen in diesem Spiel. Die Flusskontrolle. Drehen wir da mal dran rum. Aha, drehen das Wasser auf, okay. Ah, ich verstehe. Damit können wir jetzt auf eins von diesen Fässern draufkommen und nicht sofort wieder runterrennen. Dieses Fass hier können wir hier in das Blutklug uns hier auch etwas Munition sichern. Ja, sieht ganz gut aus. Ausweichen. Dann kommen wir zwar nicht da oben raus, aber wohl hier unten. Zombies. Da ist noch einer, ich habe ihm gehört. So, da ist er. Hallo, Freund. Ich
Warnzeichen. Warnung. Überflüssiges Wasser von der Kanalflutung. Nun, dann halten wir uns doch mal, wenn da eine Warnung ist. Der. Gut, okay. Herr Kalun kennt ihr natürlich nicht. Aber wir kennen ihn schon. So. Und wir wissen, dass wir den auch relativ einfach abschießen können. Für den Generator. Aus. An, an, ah. Wir haben die. Wir haben die, Kompanie, das Wort. Die hier, die haben wir angemacht. Wie heißen die Dinger nochmal? Die Dingsies, die uns hochschieben. Hochschiebe-Dingsies. Hochplattform, Fahrer-Dings. Aufzug. Aufzüge. Wir haben die Aufzüge aktiviert. So. Warnung, kein explosives Material in den Kanal werfen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt genau daran nicht halten sollten. In falsche Richtung. Wir konnten das Ding so nicht in die Luft jagen. Daher diese Kiste. Also schmeißen wir sie da runter. So. Deckung. Ich nehme den Lift. Und damit meine ich keine Apfelsaftschorle, die total überzuckert ist, sondern den Fahrstuhl. Oder eher gesagt, Fahrplattform. So. Ah. Jetzt ist diese Seite kaputt. Und wir können. Wir müssen die blöden Jobs erledigen, weil Shepards Team es nicht geschafft hat. Okay, bringen wir es hinter uns. Jo. Sie haben uns nicht bemerkt. Ein Glück. Nichts wie weiter. Gefangene Fracht. Gibt irgendwie nicht viel Sinn. Schauen wir mal. So, das ist die Stelle, wo wir von unten geguckt haben. Jetzt können wir hier also hoch. Da wird schon mal scharf geschossen. Okay, da ist ein Wagen. Und jetzt kriegen wir die Explosivstoffe, um die Selbstschussanlagen zu zerstören. Super. Na ja, gut, wir wurden auch geheilt. Gut, das Tor geht nicht mehr auf. Also müssen wir wohl hier lang. Okay.
rein. Irgendwas muss den ja getötet haben. Der Dampftunnelzugang. Hier wieder Steam. Kennt man mittlerweile auf jeden Fall als die Spieleplattform. Und da stürzen wir ab. Hochtemperatur-Dampfrohre und wieder lauter Kakerlaken. Nur Personal, was die Zugangsberechtigung hat. Das ist mir nicht geheuer. Ich dachte jetzt, das Ding mit Dampf, heißen Dampf geflutet. Der heiße Dampf ist hier. Da habe ich die Sprungweite nicht richtig eingeschätzt. Da haben wir den Dampf abgeschaltet, um weiterzukommen. Und hier läuft das noch nicht so heiße Wasser aus. Einmal die Tür aufmachen. Und speichern. Da brauchen wir die Bumme. Ein Schuss reicht. Sehr schön. Hier der erste Schuss bei ihm daneben. Mir ist das komisch. Gegenklopfen? Nee, bringt nichts. Das ist wohl kaputt. Hier wurde scheinbar noch letztens was repariert. Gucken wir mal, ob dieser Aufzug funktioniert. Ich würde gerne hier rein, dankeschön. Und es geht weiter nach oben. Da sind wir im Keller des Lagerhauses. Nicht sonderlich gut da drin, die kaputt zu hauen. Vor allem ihnen aus dem Weg zu hüpfen, um sie dann kaputt hauen zu können. Aber das ist nicht schlimm, wir spielen auf einfach, da verlieren wir nicht allzu viel Lebensenergie. Das hat leider nicht geholfen und da ist auch noch ein zweiter Teil von dieser Sorte. So, hier wurde auch schon mal gerade frisch etwas repariert. Das hat den Gang interessiert. Thank you.
gehört. Hier ist ganz viel Strom. Den möchte ich nicht abkriegen. Also ich in die andere Richtung. Ich hatte gehofft, ich schaff's dieses Mal, aber ich bin einfach zu doof. Wenn ich mich nicht irre, ist das möglich. So. Da ich Explosionen mag. Lebensenergie. Sehr schön. Ich wollte da gar nicht reinlaufen. Ich wollte tatsächlich Entschuldigung, dagegen hauen. Ich trinke mal eben einen Schluck. So, das hat an den Kisten gelehnt. Da haben wir noch Strom und einen Gegner. Wenn jemand der da durchkommt, ich hoffe, dass das nicht. Der kann da einfach durchlaufen. Das scheint so zu sein, als wenn das ein zweites Rätsel ist. Ja, das war ein zweites Rätsel, muss nur schnell genug durch. Okay, dann schauen wir mal weiter. Die kann ich bewegen und die nicht. Okay. So, dann schauen wir mal, was ich in diesem Schritt habe. Außer dir. Keine 2 Meter laufen, ohne dass so ein Viech in den Lüftungsschächten ist. So. Und dann sind wir dann im nächsten Bereich. So. Mit der Kiste hier. Wow, der ist gut gepanzert. Ja, die sind nicht schlecht gepanzert. Hier sind die... Ich hole mir jetzt erstmal hier unten die Dings ab. Die Rüstung. Und schau dann hier oben. Danke.
danke für Ihre Hilfe. Aber ich fürchte, dass diese Bastarde schon ganze Arbeit geleistet haben. Wenn Sie glauben, dass Sie vom Frachtlager aus entkommen können, vergessen Sie es besser. Das Militär schnappt sich alles, was sich bewegt, und bringt es entweder gleich um oder nach oben zum Verhör. So viel zum Thema Rettung. Ein Kollege und ich hatten unseren eigenen Fluchtplan und waren schon unterwegs zu den alten Prototyplaboren, als sie uns geschnappt haben. Hören Sie, wenn Sie hier lebend herauskommen wollen, kann Ihnen nur noch mein Freund helfen. Ich habe ihn zuletzt gesehen, als ihn die Soldaten zur Oberfläche gebracht haben. Immerhin war er da noch am Leben. Er ist der Einzige, der das notwendige Wissen hat, damit unser Plan funktionieren kann. Wenn Sie es an den Soldaten vorbeischaffen, suchen Sie Dr. Rosenberg. Mit ihm zusammen haben Sie eine Chance, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Dr. Rosen... Und das sind dann seine letzten Worte. Dr. Rosenberg. So sahen die Soldaten früher in der deutschen Version übrigens aus. Roboter. Wie gesagt, das war damals noch der Jugendschutz. Beziehungsweise so hat das Spiel sich vor dem Index geschützt. Heutzutage kann man darüber noch müde lächeln. Aber so war das früher halt. Erster Stock. Irgendwo? Nee. Hier rechts ist es nicht. Ah, da oben. Moment, da gehe ich jetzt mal. Ich komme den jetzt hoch. Jetzt komme ich den hoch und... zu können, dass die mich nicht... Ich wäre hier lauter Geschieße, aber ich sehe keine Gegner. Nein, hier kann ich nicht durch. Muss ich vielleicht hier hoch und dann da... Ah, hier kann ich hin und dann kann ich dorthin. So. Das ist jetzt das Büro des Managers. Alles voller Blut. Das hier ist jetzt die Tür. Sicherheitsoffizier. Und einmal aufstocken. So, dann speichern wir mal und schauen. Kommt.
Das war eben sehr klug von mir. Hallo Leute. So, das war tatsächlich wohl der letzte. So, Paketannahme. Ich will natürlich erstmal hier unten gucken. Hilfe, lasst uns hier raus! Ja, da mache ich erstmal die Uli klar. Die Viecher kaputt, ja. Hilfe, lasst uns hier raus! Da komme ich nicht rein. Okay. Hilfe, lasst uns hier raus! Ja, ja, will ich ja. Lagerraum eingelagert. Nun gut, dafür haben wir hier etwas Heilung bekommen. Können die leider nicht rauslassen. So leid es mir tut. Nur hier lang. Die haben alle hingerichtet. Ich hoffe, dass keiner von denen der Wissenschaftler ist, den ich suche. Ach, ihr redet von dem Fracht. Endlich gerettet. Im Himmel sei Dank. Tut mir leid, ich bin nicht Dr. Rosenberg. Schade. Ist da was drin? Ja, eingefrorene von denen. Nö, uninteressant. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Mal gucken, gibt es irgendeine Tür, die die Wissenschaftler vielleicht für mich öffnen könnten. Hier ist nichts, hier ist nichts. Ich nehme den erst mit, wenn ich weiß, wohin. So, da ist das hier. So, dann geht's zurück. Ah ja, klar, das oberste Stockwerk. Du kannst mir doch sicher die Tür zum obersten Stockwerk aufschließen, oder? So, dann holen wir dich mal. Das war falsch, ich muss da runter. Oder hier den Storage Room. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, ich mache Schluss für heute und wir sehen uns in einer Woche. Ciao, miau.